Nicht mehr lange ist es hin, nämlich nur noch knapp 2 Wochen. Dann kommt eines der meist erwartetsten Pferdespiele dieses Jahres raus und das Ganze völlig for free. Wie ihr es bekommen könnt, das alles erfahrt ihr jetzt hier. Und vor allem auch, was alles so hinter diesem Spiel steckt, was man derzeit schon machen kann. Alle Infos auf jeden Fall jetzt. Es handelt sich um Tales of Rain Ravine, eines der meist erwartetsten Spiele, schon seit einer ganzen Weile. Aber durch das sehr kleine Team, das daran arbeitet, hat es eine ganze Weile gedauert. Doch jetzt gibt es ein paar neue Infos für euch. Als allererstes, der Release ist immer noch auf den 19. geplant, was schon in 2 Wochen ist. Und ihr könnt euch auf Steam Wishlist das Ganze euch nämlich schon vorregistrieren, sodass ihr dann direkt am Release euer Tales of Rain Ravine kostenlos starten könnt. Auf jeden Fall gibt es jetzt nämlich auch ein paar neue Sachen, die man nämlich sehen kann. Und hier zeigen sie ganz klar, dass das Spiel jetzt schon richtig, richtig, richtig nice ausschaut. Also sie haben da nochmal einiges draufgepackt und es macht einen so, so coolen Eindruck, wenn man bedenkt, wie klein doch dieses Team ist von Tales of Rain Ravine. Und vor allem, wie gut das Spiel über die ganzen Jahre gealtert ist. Also, wie gut das Spiel sich über die Jahre gemacht hat. Es macht mega gut was her. Und ich glaube, dass nicht nur ich mich schon eine ganze Weile darauf freue. Denn diese Szenen, die jetzt gerade sehen, zeigen nochmal, in welche Richtung es geht. Und ihr könnt euch derzeit nämlich die Demo runterladen und das ganze Spiel bei dem aktuellen Demo-Stand testen. Das hier ist der Stand, den wir dann auf Steam erwarten können, also der neueste Bild. Und wow, sieht das nicht schon mega, mega nice aus. Und vor allem, außerdem sehen wir hier auch nochmal so ein bisschen die Ego-Variante, weil da auch wenn so diese ersten Missionen sehen. Und es macht auch in der Ego-Perspektive gut was her. Und vor allem auch sehen wir nämlich hier jetzt mal, wie das aussieht, wenn Pferde sich so ein bisschen vor einem Hindernis ein bisschen sträuben und so ein bisschen weggehen. Also das macht sehr, sehr gut was her. Ich freue mich auf jeden Fall krass drauf. Tales of Rain Ravine solltet ihr euch unbedingt auf Steam schon mal vorregistrieren, schon mal das Ganze bei euch abspeichern, denn das macht extrem viel her.